Okay, wir kommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Wir haben ja jetzt die Liga geschafft und jetzt wird es an der Zeit, noch ein paar Sachen zu machen, die außerhalb der gesamten Story zu machen sind. Erstmal spricht uns unsere Mama an. Balz war kurz hier und hat nach dir gesucht. Er meinte, du sollst unbedingt nach Blitzach kommen und dort ein Schiff nehmen. Und wie immer hatte ich keine Zeit, ihn zu fragen, was er damit meint. Da er wieder wegrannte wie ein geölter Blitz. Aber wie geht es dir, Kind? Kommst du gut voran mit der Aufgabe, die dir Professor Elbe anvertraut hat? Ja, ich denke schon. So, also gut. Dann machen wir uns auf den Weg nach Blizzard. Wir haben ja jetzt unser Team sehr stark gemacht, nachdem wir die Liga souverän geschmeistert haben. So, Aufnahmezeit ist 17:03 Uhr oder jetzt ist umgeschlagen auf 17:04 Uhr. Deswegen eine kleine Dämmerung. Gut, ich suche jetzt nach dem Schiff, das ist hier unten. Genau, hier ist es. Was gibt's? Soll ich die zur Duellzone bringen? Ja. Also gut, lichten wir den Anker. Wir wissen ja gar nicht, wo die Duellzone eigentlich ist, ne? Das heißt, er führt uns jetzt irgendwo hin. Das hätte ja, was weiß ich, am anderen Ende der Welt auch sein können, ne? Oh, hey Kevin, wo warst du so lange? Das macht 1 Million Dollar Strafe. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt. Und deshalb bin ich hier. Ich muss härter werden. Meine Pokémon auch. Hehe, tut mir echt leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt? Entschuldigt, falls ich hier mal öfters stumm schalten muss. Ich habe eine leichte Erkältung, deswegen muss ich mich öfters stumm schalten. Entschuldigt das bitte. Ihr redet von mir was? Woher ich das weiß? Nun, weil man damit auch nur meinen kann. Als Beweis gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch. Du weißt wirklich von nichts, oder? Also gut, ich erzähle es dir. Das hier ist die Duellzone, klar? Am anderen Ende befindet sich der Vulkan. Und tief im Vulkan liegt ein Schatz verborgen. Na und, dass ich nicht lache. Wenn ich den Schatz zuerst finde, mache ich mich dann zum größten Trainer? Macht mich das dann zum größten Trainer, was auch immer. So mache ich's. Kevin, hör gut zu. Hör du auch gut zu, Fremder. Ja, was auch immer. Ich krall mir den Schatz als Erster. Bevor ich gehe ich zu. Aber bevor gehe ich zum Duellturm. Man sieht sich. Dieser Typ, der hat doch Hummeln im Hintern, nicht? Egal. Zack, ich bin Avenaro. Pah, diese Niete schlägt mich niemals. Und kennst du dich im Trainer-Dingsbums gut aus? Du solltest den Typen lieber suchen und ihm sagen, dass er den Vulkan ja nicht unterschätzen soll. Weißt du was? Du solltest dich vielleicht auch im Duellturm in Form bringen. Ich glaube nicht, dass du sonst im Vulkan lange durchhältst. Bis später dann. Ja. Ich mache eine kleine Pause. Bis gleich. Gut, dann schauen wir uns mal die Duellzone an. Ich schaue mal schnell auf der Karte, wo wir jetzt sind. Die Karte ist hier. So, wir sind jetzt hier. Das ist, soweit ich weiß, in Real Life russisches Gebiet. Also dieses Gebiet ist eigentlich in Russland. Hier endet ja die Ländergrenze von Japan, da hier eine russische Insel jetzt beginnt. Die hat früher den Japanern gehört vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sie die Insel jedoch an den Russen komplett abgeben. Und deswegen ist das jetzt russisches Gebiet. Tagtrainer, du hast einen Pokédex, nicht wahr? Ein kleiner Tipp, fordere möglichst viele andere Trainer heraus. Sie verwenden unterschiedlichste Pokémon. So füllt sich dein Pokédex ratzfatz.
Tag, Trainer, hast du einen Pokédex? Nein, habe ich nicht. Bestimmt will die Person, die ihn dir gab, dass er schnell vervollständigt wird. Vielleicht. Oh, Bären, okay. Die rechten Bären sind doch Hommelbären, oder? Das ist eine Granatbeere. Möchtest du sie pflücken, Herr? Ja. Dann sind sie weitere Granatbeeren. Und ich vermute, dass die zwei anderen Bären Hommelbären sind. Und so ist es. Gut, hier ist ein Pokémon Center. Und hier ist eine Frau. Deine Pokémon stammen aus Sinnoh, habe ich recht. Wir sind ja auch immer noch in Sinnoh. Nein, Quatsch, wir sind in Russland. Ha! Solche sehen wir hier in der Gegend nicht häufig. In welchem Gebiet sind wir jetzt eigentlich in der Pokémon-Geschichte? Egal. Wenn ich irgendwo hinreise, bin ich schon vor Wochen vorher total aufgeregt. Und entspannt, was ich alles sehen werde. Sogar wenn es zu Orten geht, die ich schon kenne. Auch da mache ich mir mit leuchtenden Augen immer wieder Entdeckungen. Alles klar. Ich kenne diesen Ort ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Wie gesagt, ich habe die vierte Generation wenig gespielt und hier war ich auch ziemlich selten. Was mich härter macht, bringt mich nicht um. Das habe ich mir noch nur ausgedacht. Klingt aber cool, aber... Klingt doch cool, oder? Nein, eigentlich nicht. So wie der Duellturm da steht, mächtig und groß, ist er wie ein Hindernis, das zwischen dem Trainer und seinem Erfolg steht. Dann schauen wir uns mal die zwei Häuser an, mit dem violetten Dach. Bloß vorher schaue ich noch die ganzen Leute hier an, die sich um der Umgebung befinden. Das Land in dieser Gegend ist wegen des Vulkans zerklüftet. Die Unebenheiten und das ständige Ruf und Ab. Auf und Ab, achso, das ist nah. Das Auf und Ab macht Wandern nicht einfach. Hier ist der Pokémon-Markt. Die Top 4 aus der Pokémon-Liga kommen auch manchmal hierher. Interessant. Gut, schauen wir uns das erste Haus hier an. Oh Gott, das muss eine Frauenstimme machen, eine alte Frauenstimme. Mit meiner Erkältung hier, naja. Moment. Mein Mann war einer der ersten Exzentriker in der Duellzone. Nun, ja, das war's auch. Mhm. Was sagt dein Mann? Die Duellzone war früher ein Ort, wo sich die härtesten Trainer trafen. Man hat sie deshalb für verrückt und exzentrisch gehalten. Kaum zu glauben, wie sich das seitdem geändert hat. Nehmen wir doch mal die Orte wie das Kampf- oder Überlebensareal. Sie sind praktisch über Nacht wie Pilze aus dem Boden geschossen. Warum erzählst du mir sowas? Ich quatsch euch doch nur an, damit ich Items und TMs kriege. Solche Informationen sind sinnlos. Wir konnten den Gipfel des Kraterwerks sogar von hier aus sehen. Die meisten Leute haben gar nichts mitbekommen, dass da was passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nicht wirklich genaues. Jeder ist so erpicht auf Kämpfe. Interessanter Dialog. Erpicht. Wieder ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Schauen wir mal nach, was es hier im Markt gibt. Welche Themen sollten Pokémon halten? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann wäre da noch etwas, worüber du dir den Kopf zerbrechen solltest. Und das wäre? Scope-Linse erhalten. Mhm. Genau deswegen spreche ich die ganzen Leute hier an, damit ich so einen Müll wie Scope-Linse bekomme. Welchen Pokémon sollte man die Scope-Linse geben? Jetzt weiß ich. Jetzt weißt du gar nicht mehr weiter, was? Also, Scope-Linse verstärkt doch die Volltrefferquote, oder? Schau schnell. Ach, das finde ich auch so blöd, dass man hier wegen einem Item die ganze Menüleiste hier runter scrollen muss. Okay, erhöht die Volltrefferquote.
Ein Item, das garantiert... Was? Ein Item, das garantiert, achso, dass du nie einen Kampf verlierst. Sowas verkauft man doch nicht. So, gibt's hier was Neues? Nichts Neues. Nein, nichts Neues. Schade. Schauen wir mal nach, wo es hier lang geht. Hier geht's auf die Route 230. Aber ich glaube, hier können wir nicht weiter, oder? Ah, oh, da stehen uns welche im Weg. Diese Schweine, die lassen uns hier nicht surfen. Hey, du kommst nicht vorbei. Ein Moment mal, Trainer. Da du schon mal hier bist, musst du auch mal in den Duellturm. Dort erhältst du keine Erfahrungspunkte. Auch dein Pokédex wird nicht aktualisiert. Dieser Ort dient den Trainern einzig und allein dazu, ihre Fähigkeiten auszubauen. Alles klar. So, was sagt dein Kollege? Ein Moment mal, Trainer, warst du schon im Alles klar. Ah, hier sind weitere Bären. Das sind Seetangbären, glaube ich, oder? Ja, genau. Ach, das Ernten, das dauert mir viel zu lange. In Alpha Saphir und Omega Rubin geht das viel schneller. Da wählt man die einfach an und da wird sofort gefragt, ob man sie pflücken möchte. Oder nee, die werden dann immer automatisch gepflückt, wenn man sie anspricht, genau. So. Warum benutze ich mein Fahrrad eigentlich nicht? Ich setze es viel zu selten ein. So ein gutes Item und wird kaum eingesetzt. Das ist irgendwie traurig. Gut, schauen wir mal im Pokémon Center vorbei, was da ist. Ich glaube, unsere Pokémon müssen wir nicht heilen. Die besten Trainer des Landes. Nein, die besten Trainer aus der gesamten Welt treten hier gegeneinander an. Ich bin stark, meine Pokémon sind stark. Hier bin ich und will es jedem beweisen. Der Duellturm hat es in sich, genauso wie die Leute sagen. Ist wirklich kein Zuckerschlecken, das sag ich dir. Ja, das scheint ein bisschen nervig zu sein, ich weiß. Wenn ich hier ständig mich stumm schalten muss, allerdings müsste ich dann andererseits warten, bis meine Erkältung weg ist und dann kann ich gar keinen Part aufnehmen. So, wir kommen im Duellpark. Du bist zum ersten Mal hier. Hier entlang bitte. Da es dein erster Besuch ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Hurra! Die Punktekarte wird nur im Duellpark gebraucht. Hier bitte. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Von mir kannst du Informationen über Einrichtungen des Duellparks bekommen. An der Rezeption, mir gegenüber, werden dir die Regeln des Duellparks erklärt. Viel Glück! Willkommen im Duellpark! Ich kann dir Regeln. Ich brauche keine Regeln. Regeln sind was für Bürokraten. Da vorne ist irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß, wie die Punktekarte funktioniert. So. Willkommen im Duellpark. Ah, die sagt den einzig vernünftigen Dialog hier. Willkommen im Duellpark. So, wir sind jetzt im Duellpark. Yay. Das Wesen der Pokémon, die Attacken, die man einsetzen muss, die richtigen Items zur Hand haben. Die Nummer 1 wird man nur, wenn man alle Details genauestens betrachtet. Oh. Wieder eine Seniorin, die ich synchronisieren muss. Wir haben im Duellturm haufenweise EPs verdient. Jetzt kann ich mir sehr viele Items holen. Ich glaube, das lasse ich besser mit dem Synchronisieren sonst. Oder mit dieser Stimme. Lasse ich es am besten, weil sonst muss ich nur übler das hier machen. Ich hörte, dies sei der beste Ort für Kämpfe auf der gesamten Welt.
Das ist meine Chance, ganz groß rauszukommen und berühmt zu werden. Warum erzählst du mir sowas? Dieser Typ, der ist da unnötig, da hier in diesem Spiel da eingesetzt worden. Naja. Hätte nichts dagegen, an der Seite einer Schönheit im Multikampf zu stehen. So, Item. Ist es eine TM? Nein, Schafzahn. Okay. Mit Schafzahn kann man einen Pokémon entwickeln. Ich glaube, das ist Sneebel zu Snebona. Ich bin mir nicht sicher. So, hier ist ein Vater mit seinem Kind. Ich bin Babysitter. Oder ein Babysitter. Ich bin Babysitter und Trainer in einem. Jetzt gehe ich mit meinem geliebten Schneemann. Was? Schneemann? Wird Schneemann nicht mit 2i geschrieben? Naja, gut. Na, verdammt, jetzt habe ich den noch mit angesprochen. Lass mich... A. Ha. Er hat seinen ersten Buchstaben gelernt in der Schule. Das A. So, hier ist sonst nichts. Hier könnten noch ein paar versteckte Items sein, aber ich bin jetzt zu faul, da mein Itemrad da rauszuholen. Oh, 2 Türme. Tauschecke. Okay, hier kann man Items tauschen für GPs. Mehr müssen wir hier nicht wissen. Na verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Bums. Was zum? Das könnte ich mich auch fragen. Ich mache mal kurz Pause. Bis gleich. So, was zum? Sagte er. Hoppla, tut mir leid. Ich war in Eile. Ja, jetzt suche nach Ausreden. Oh, Moment mal. Bist du nicht Kevin aus Zweiblattdorf? Genau, Mann, all diese Erinnerungen. Wenn du hier bist, ist er bestimmt nicht weit. Das wird bestimmt witzig. Man sieht sich. Wer wird nicht mehr weit sein? Aber meinst du den da? Bums, nicht schon wieder. Werde ich hier heute zu viel gebumst hier? Oh mein Gott. Was zum? Oh, hi Kevin. Bist du auch zum Duellturm gekommen? Was? Bist auch zum Duellturm gekommen? Achso. Wollte mich mal testen, bevor ich zum Kraterberg... Oder Kralberg, Karlberg. Warum sage ich Kraterberg? Kraterberg ist dritte Generation. Ah, zu viel AR gespielt. AR? AS. AS. Alpha Saphir. Nicht Alpha Rubin. du, dieser Typ, mit dem du gerade gequatscht hast. Egal, wird schon passieren. Hab selber hier geschafft. Bald habe ich ihn vor dem Visier. Man sieht sich, Kevin. Zeit für ein wenig Training. Ich glaube, das ist so ein... Ja, Leiter von dem Duellturm, den man herausfordern kann, wenn man eine bestimmte Anzahl an Siegen hat. Der 7. Trainer eines jeden Raumes ist auch der Endgegner. Du musst dich schon anstrengen, wenn du gewinnen willst. Wenn du im Duellturm eine lange Siegesserie hinlegst, darfst du gegen echte Superstars kämpfen. Okay. So, und hier ist der Duellturm. Den kennt man auch aus vielen anderen Generationen. Eingeführt wurde der in der Kristall-Edition. Und seitdem gibt es ihn in jeder Special-Edition. Ne, nicht nur in jeder Special-Edition, in jeder Edition. Bis zur fünften, ne, bis zur vierten, der fünften wird er durch was anderes ersetzt. Oh lala, du siehst ziemlich stark aus. Wirklich, ich freue mich schon darauf, gegen dich anzutreten. Kann man gratis fernsehen. Interessant. Ja, ich habe früher in einer Region namens Höhen gelebt. Ein Ort wie diesen gab es dort drüben auch. Ja, das war auch ein Duellturm. Genau. Wenn man hier einen Rekord schafft, kommt man ins Fernsehen. Das ist meine einzige Chance, ein Superstar zu werden. Aha. Die Wi-Fi-Kampfräume stecken voller Überraschungen. Stell dir vor, du könntest gegen einen alten Rivalen antreten, der vor langer Zeit fortgezogen ist. Wer weiß, was für coole Aufeinandertreffen dich erwarten. Es gibt so viele gute Trainer da draußen. Ganz schön beängstigend. Aber wir geben unser bestes Pikachu. Ja, mit einem Pikachu kommst du da nicht weiter. Entschuldigung, aber du hast keinen... Hast du einen Moment Zeit? Nein, habe ich nicht. Ich muss husten, Moment. Alles klar, gehustet. Kannst du mir beschreiben, wie das ist, wenn man kurz vor einem Kampf im Duellturm steht? Und wie es ist, wenn du gerade einen Kampf verlierst, gewinnst oder gar die Nummer 1 wirst? Ich sage nichts.
Du hast es dir anders überlegt. Was für ein wechselhaftes Verhalten. Ich habe mein kleines bis zum Umfallen trainiert. Wenn eine 100 Siege in Folge schafft, dann mein kleines. Ich weiß es einfach. Nicht wahr, Pikachu? Alles klar, dann machen wir einfach mal einen Kampf. Was gibt es hier denn für Kampfarten? Willkommen im Duellturm. Ich begleite dich durch den blablabla Multikampf. Okay. Multikampf ist interessant. Da kann man mit einem anderen Trainer zusammen gegen zwei andere Trainer antreten. Dann gibt es ja Einzel- und Doppelkämpfe. Und das andere ist wahrscheinlich Multiplayer und Wi-Fi, dass da was rechts ist. Ja, genau. Alles klar, ich mach mal einen Einzelkampf. Multikampf ist zwar verlockend, allerdings hat der Partner anfangs nur schlechte Pokémon und das ist mir zu heiß. Deswegen mache ich hier einen Einzelkampf. So, welche Pokémon nehmen wir denn mit? Ich nehme auf jeden Fall Hai mit. Hai ist ein guter Angreifer. Dann Kampffalke und Angry TS. So, es wird immer gespeichert, bevor ein Duellturmkampf gestartet wird. Es dauert jetzt wieder 20 bis 30 Sekunden. Alles klar, jetzt bringt sie uns zum Kampfraum. Die Level aller Pokémon werden auf Level 50 angepasst. Also von daher wird hier was anders ist als in der zweiten Generation, wird hier nicht nach dem Level gefragt, sondern man kann die Pokémon direkt rauspicken und muss sie nicht nach dem Level aussortieren, was äußerst praktisch ist. Alles klar, Drifblon. Ich kämpfe einfach so lange, bis wir 7 Siege haben und dann machen wir uns dann auch auf den Weg zum nächsten Areal auf dieser Insel. Na, warum setze ich Erdbeben ein, wenn Drifblon doch ein Flugtyp ist? Na, das ist schon mal ein sehr guter Start. Mein erster Kampf beginnt gleich mit einem Fail. Natürlich muss ich mit einer anderen Attacke angreifen. Schwertanz. Erstmal muss ich meinen Angriff erhöhen. Nun, Neuböen ist nicht besonders bedrohlich. Das ist vergleichbar mit Antikkraft. So, jetzt greife ich an. Drachenklaue. Okay, das war's. Mit dieser Methode sollten wir jedes Pokémon one-hitten können, was jetzt kommt. Ich meine, die sind ja nicht besonders stark. Die meisten sind nicht einmal entwickelt. Aber je häufiger man dort kämpft im Duellturm, desto stärker werden die Trainer-Pokémon. Und desto mehr GPs verdient man dann auch. Ein Tauboga, erste Generation, lässt grüßen. Ja, hier tauchen endlich mal neue Pokémon auf. Mal abwechslungsreichere Pokémon. Als die, die wir sonst immer sehen. Gut, das war Sieg Nummer 1. Na komm, weiter, weiter. Wir wollen hier nicht lange rum quatschen hier, was wir als nächstes machen. Sondern wir wollen hier ganz schnell da durchrushen hier. Lily, Fossil-Pokémon, dritte Generation. Habe ich in Alpha Saphir nicht genommen. In Alpha Saphir habe ich Anorith heißt das Pokémon, glaube ich, genommen. So, ist vom Typ Pflanze, glaube ich. Pflanze und Gestein. Ich glaube, ich benutze mal Erdbeben und schaue, was passiert. Wenn es vom Typ Pflanze Stein ist, dann ist es normal stark. Ja, genau.
Verwurzler. Eine Attacke für Defender-Pokémon. Kann man einem Pokémon beibringen, was auf Verteidigung spielt, also quasi so Attacken beherrscht wie, was gibt's denn für Attacken? Für Pflanzen-Pokémon. Ja, vielleicht so Egelsamen-Kombis. Egelsamen in Kombination mit Verwurzler. Kann man machen. Oder wenn man seine Verteidigung erhöht durch irgendeine andere Attacke. Ein Igler vielleicht. Kikurio kennen wir. Oder Kikuki, was auch immer. Auch kein starker Gegner. Drachenklaue. Und das letzte, eine Entwicklung, Parasek, erste Generation. Das ist vom Typ Käfer und Pflanze. Hat auch etwa denselben Ruf wie Mewtwo. Alles klar. Das war Trainer Nummer 2. Ihr seht, die Trainer sind anfangs nicht besonders stark. Aber wie gesagt, je häufiger man dort gewinnt, desto stärker werden die Trainer. So, Trainer Nummer 3. Ein Kadabra, endlich mal was Gescheites. Ein Simsala wäre vielleicht, ja, für den dritten Trainer noch zu stark gewesen. So, was nehmen wir denn? Ich nehme mal Erdbeben, oder nicht? Schwerttanz. Sehr, ja, keine besonders starke Attacke. Gut, jetzt fange ich an, Erdbeben. Das sind also ehrlich gesagt keine besonders spannenden Kämpfe. Andererseits sind sie interessant, weil man ein paar Kombis herausfinden kann, wenn man online spielt beispielsweise und gegen stärkere Gegner hier antretet. Dann sieht man auch ein paar Trainer, die ihre eigenen Taktiken haben und man kann die auch dementsprechend abschauen, kopieren oder sich inspirieren lassen. Je nachdem, wie man gerne sein Team hätte. So, Pandy, ein Pokémon mit unendlich verschiedenen Formen. Da dieser Punkt da sich immer bei jedem Pandy anders setzt. Je nachdem, was für ein ID das Pokémon hat. Oder so einen speziellen, so eine spezielle Nummer. Jedes Pokémon hat ja seine eigene Nummer. Also nicht verwechseln mit dem ID des Trainers, sondern seine eigene Kennzeichennummer. Und je nachdem, was für eine Kennzeichennummer dieses Pokémon hat, desto eine andere Form hat das Pandir. So, Halbzeit. Trainer Nummer 4. Der Starter aus Höhen, Gekabor. Alles klar. Dritte Generation mal wieder. Drachenklaue. Mein Starter in Alpha Saphir war übrigens ein Hydropi. Flammy wollte ich nicht nehmen, weil ich Logok ein bisschen, ja, Mainstream finde. Hydropi ist ein Wasserstarter. Wasserstarter werden eigentlich auch sehr häufig genommen. Ist auch ein bisschen Mainstream, aber immer noch besser als Gekabor. Ja. Gekabor wird zwar zu Gewaldro. Gewaldro hat einen guten Angriffswert, besonders wenn es Laubklinge hat und eine Volltreffererhöhung hat. Beispielsweise mit Energiefokus. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pokémon Energiefokus lernen kann, aber vielleicht durch ein TM, was die Volltrefferquote erhöht, oder ein Item,
ein TM? Nein, ich meine natürlich ja, ein Item allgemein. Steinkante. Mein Fachwort viele KP. Boah. Oh, Metronom, meine Lieblingsattacke. Und was kommt raus? Ränkeschmied, okay. Spitzangriff steigt stark, okay. Ränkeschmied ist, soweit ich weiß, die einzige Attacke, die den Spezialangriff plus 2 erhöht. Es gibt ja noch andere Attacken, die erhöhen den Spezialangriff, wie zum Beispiel Wachstum. Aber die erhöhen den Spezialangriff nur um 1 und nicht um 2. Ah, verdammt. Was war denn das jetzt für eine Attacke? Schmeichler, jetzt ist mein Pokémon verwirrt. Spezialangriff steigt. Aber ich greife ja mit Attacken, also mit Angriff an. Erdbeben ist deutlich stärker. Wir haben ja auch Schwertanz benutzt in der letzten Runde. Alles klar, ich mache mal eine kleine Pause. Moment, ich muss erstmal hier einen passenden Zeitpunkt finden, an dem ich es stoppen kann. Jetzt. Also bis gleich. Alles klar, dann zum nächsten Kampf. Evoli, erste Generation. Okay, Schwertanz. Ich mache wieder dasselbe wie vorhin. Erstmal den Angriff erhöhen und dann alle drei Pokémon des Trainers mit One-Hits ausschalten. Ah, jetzt senkt er meinen Angriff wieder mit Charme. So ein Mist aber auch. Okay, dann muss ich meinen Angriff wieder erhöhen. Das zieht das Ganze eigentlich nur in die Länge. Alles klar, Erdbeben. Jetzt ist es mir egal, ob er meinen Angriff immer senkt. Wenn das jetzt ein One-Hit-Kill wird, dann kann ich mir die ganze Mühe eigentlich sparen. Ja? Warum nicht gleich Erdbeben? Ich meine, es ist nur ein Evoli. Bandimimi kann man auch One-Hitten, das ist ein Baby-Pokémon. Okay. Amperlu, dritte Generation erneut. Ah, ich freue mich schon, wenn ich Perlu in der Alpha Saphir begegnen werde. Ich bin zurzeit an der Stelle, nachdem man seinen Vater besiegt hat. Aber bald werde ich auch Perlus begegnen, spätestens beim 6. Orden. Ach, Doppelteam. Beben. Okay, Ende im Gelände. Perlu hat neue Verteidigung. Man könnte ihn zu einem Defender-Pokémon machen. Jetzt Eisenabwehr kann man den noch ein bisschen zäher machen. Und dann Toxin, die ihm das Pokémon geben. Und dann vielleicht Doppelteam. Dann ist es ein ziemlich gutes Defender-Pokémon. So, vorletzter Kampf. Porenta, erste Generation. Steinkante. Ach, warum geht die Attacke daneben? Mein Gott, das wäre ein schöner One-Hit-Kill gewesen. Ups, was habe ich gemacht? Nein, verdammt, jetzt habe ich wieder mich vertippt irgendwie. Naja, egal. So, nochmal Steinkampf. Ich hoffe, du triffst jetzt. Schwertanz. Das ist nicht gut, wenn er jetzt seinen Angriff erhöht.
Denn dadurch bekommt er eine Chance, mein Pokémon zu killen. Okay, Steinkante hat ihn jetzt gewonnen, hittet. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Hubbelopf, zweite Generation. Nochmal Steinkante. Hubbelopf ist ein Flugpflanzentyp. Und das letzte Voltoball, erste Generation wieder. Pokémon Nummer 100 auf dem Pokédex. Das kriegen wir mit Erdbeben weg. Und dann müssen wir noch einen Trainer bekämpfen und wenn wir den geschlagen haben, kriegen wir hier Gewinnpunkte. Dieses Thema ist doch noch nicht durch, aber meine Revanche ist ein neues Thema. Es ist gar nicht nötig, dass du meine Pokémon heilen musst. Ich meine, ich kann mit meinem Pokémon noch weiterkämpfen. So, der letzte Trainer. Capoeira, zweite Generation. Entwicklung aus Rabauts. Wenn der Angriffswert und der Verteidigungswert bei der Entwicklung von Rabauts gleich ist. Bedoa senkt leider meinen Angriff, ich muss meinen Angriff wieder erhöhen, Schwertanz. Na, Schaufler. Na gut, ist okay, ist okay. Ich kann das Pokémon mit Erdbeben angreifen, obwohl es Schaufler benutzt hat. War sogar ein One-Hit-Kill. Nice. Magma, erste Generation. Entwickelt sich zur Magbrand. Ein Pokémon aus der fetten Generation. Von dem Pokémon hätte ich mir mehr erhofft in diesem Spiel. Aber naja. In Platin gibt es das Pokémon häufiger. Mich juckst du am Bein. Jetzt. Metan. Dritte Generation. Entwicklung aus Tanhell. Da gibt es ja zurzeit ein Event. Ein Download-Event. Man kann sich ein Shiny Tanhell runterladen. In Alpha, Saphir und Omega Rubin. Und das Pokémon wird dann zu Metan und dann zu Metagross. Ich glaube, es hat die Fähigkeit Schwebe, ich bin nicht sicher. Nein, hat es nicht, okay. Stimmt, es hatte die Fähigkeit Neutral-Tor, so genau. Okay, Trainer Nummer 7 besiegt und wir kriegen GPS. GPs, okay. 3 GPs ist schon ziemlich viel. In anderen Generationen kriegt man, glaube ich, nur ein GP für einen Sieg hier. Und wenn man dann noch einen Durchgang hat, kriegt man 2 und dann, wenn man nochmal durch hat, dann 3. Und wenn man den Meister besiegt hat, kriegt man 10. Normalerweise, aber hier ist es viel großzügiger geregelt. In der 6. Generation ist es auch ziemlich großzügig, da kriegt man pro Kampf einen GP, den man erfolgreich bestritten hat. So, dann schauen wir mal nach, wo wir unsere GPs eintauschen können. Na verdammt, jetzt bin ich da vorbeigelaufen. Na, ich kenne diesen Ort nicht. Es waren noch die zwei großen Türme, soweit ich weiß, ne? Wie kann ich die übersehen? Unglaublich. Genau diese zwei großen Türme. Was soll ich mir nur holen? Vielleicht eine TM?
Eine TM, die du nur einmal einsetzen kannst, na, würde ich nicht holen. Außer für ein spezielles Pokémon vielleicht, dann kann man sich eine TM hier besorgen. Ab der 5. Generation kann man ja TMs endlich mal benutzen, da sind... Ja, da ist es am besten, wenn man sich TMs dann kauft. Man kann sich auch Sonderbonbons kaufen für 48. Das finde ich total unnötig, denn der ganze Aufwand, nur um einem Pokémon ein Level abzugeben, das ist es eigentlich nicht wert. So, hier sind die ganzen TMs. Ich kann euch leider nicht sagen, was das für einzelne TMs sind mit den Attacken, weil ich die nicht weiß. Aber es scheinen angemessene TMs zu sein. Okay, das war's auch für die Duellzone. Im nächsten Part machen wir uns ja auf den Weg nach Norden. Ich zeig's euch schnell auf der Karte. Ja, verdammt, ich will nicht angeln. Ich will nicht angeln. Warum sollte ich angeln wollen? So, hier. Wir machen uns hier nach Norden auf den Weg zum Überlebensareal. Boah, okay. Dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Anker. Ciao.